Gewalt über mein Pferd. Deswegen fuhren Sie mit Ihrem Wagen geradewegs in mein Auto hinein? Ja, dieser unglückliche Zusammenstoß. Plötzlich galoppiert ein Pferd auf meinen Wagen los. Es wird, es bricht zusammen. Und Sie? Sie kommen lächelnd an das Autofenster, verbeugen sich, sagen, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geradezu aufregend, Herr Bless. Es tut mir leid. Wann immer ich auf ein paar Tage in diese Gegend komme, um einen Blick auf mein Gestüt zu werfen, bin ich auf besondere Agonien der Langeweile gefasst. Hier hört ja die Welt auf. Es kann auch eine Welt für sich sein. Nur dürften nicht Disteln auf den Kartoffelfeldern wachsen. Ich frage mich, ob Sie tatsächlich die Gewalt über Ihr Pferdchen verloren hatten. Oder sind Sie etwa mit Absicht in meinen Wagen hinein? Es gibt jetzt übrigens neue Maschinen, um das Unkraut auszujäten. Etwa um sich auf eine etwas lebensgefährliche, aber durchaus originelle Weise einer Frau zu Füßen zu werfen? Oder war es der Alkohol? Damals bestimmt nicht. Sonst aber trinkt man? Man vergisst darüber den Verfall, der einen umgibt. Es ist richtig, gnädige Frau, seit langem will ich Sie kennenlernen, aber wie eine Erscheinung tauchen Sie jedes Mal nur auf, um gleich wieder zu verschwinden. Und wieder auf ein ganzes Jahr. Und in diesen Intervallen denkt man an mich und denkt sich etwas aus. Ich habe viel an Sie gedacht. Und opfert sein einziges Pferdchen. Welche Verschwendung mitten in einer verfallenden Welt. Und nur wenig wäre dazu erforderlich, den Verfall hier aufzuhalten. Aber je mehr eine Wirtschaft zurückgeht, umso unerschwinglicher wird ihre Erhaltung. Die Knechte laufen davon und man muss sich mit herumstreichenden Taglöhnern aushelfen. Aber wenn das alles richtig angefasst und in die Höhe gebracht würde, vielleicht darf ich Ihnen die Anlage des Gutes zeigen? Es würde mir zu deutlich machen, was man von mir will. Man kennt sich schwerlich bei Ihnen aus. Sie sind ein wenig direkt. Das macht wohl die Einsamkeit. Außerdem soll es hier eine Frau geben. Ihre Frau ist nicht zu Hause? Sie wird gleich hier sein. Sie lag im Garten und las, als ihr Auto einwog. Ihre Frau liest? Sie lebt nur für Bücher und Musik. Ein kleiner Rosengarten ist ihr ganzer Anteil an der Wirtschaft. Sie soll hübsch sein. Aber ein abwesender Mensch. Ausdrücke haben Sie. Mein verstorbener Mann war auch so ein abwesender Mensch. Bei ihm handelte es sich nicht um Bücher und Musik, sondern um Pferderennen. Es kommt auf das Gleiche heraus. Was ist das für ein Instrument? Es soll eine Hasenfalle werden. Früher ging ich auf die Jagd. Bequem und heruntergekommen, wie ich jetzt bin, stelle ich Fallen. Er stellt Fallen, sogar mit einem Pferdchen. Ja, früher lebte hier alles. Jetzt, ein abwesender Mensch rührt nichts an. Es heißt allerdings, dass sie sehr unglücklich in ihrer Ehe ist. Sie scheinen genau unterrichtet. Diese Frau soll schon im ersten Jahr ihrer Ehe zu ihrem Bruder geflüchtet sein. Und in den folgenden 6 Jahren soll sie diese Reise in die Stadt öfters wiederholt haben. Die Stadt ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Der Mann dieser Frau soll für andere Frauen sehr viel übrig haben. Angeblich soll keine vor ihm sicher sein. Keine? Man müsste Angst haben vor einem solchen Mann. Ist es wahr, dass sich die ganze Stadt von Ihnen zurückgezogen hat? Nicht die ganze. Der Stationsgehilfe Lorenz besucht uns öfter. Und das trieft ja vor Einsamkeit. So helfen Sie mir doch. Alles hier schreit nach Hilfe. Was schreit? Ja, wohin ich blicke. Auf die verwilderten Beerensträucher, auf das bisschen Vieh, das mir noch blieb, auf das zerfallende Haus. Von überall schreit es mir entgegen. Es wäre noch nicht zu spät. Wer Erfolg haben will, darf keine Schreie hören. Wenn Sie gesehen hätten, wie es früher hier war. Wann? Bevor ich geheiratet hatte. Von Einsamkeit war da keine Rede. Wie lange würde es brauchen, bis es wieder so wird wie damals? 3 bis 4 Jahre Wo vielleicht. Wo könnte ein Mann wie ihr in 3, 4 Jahren sein? Aber dieser Mann träumt jahrelang von einer Erscheinung, wagt sein Leben, sie festzuhalten. Und wofür? Damit sie ihm seine ramponierte kleine Welt wieder instand setzt? Ja, aber diese ramponierte Welt... Es gibt doch eine große Welt, Herr Pless. Und die Erscheinung kehrt jetzt enttäuscht in sie zurück. Wenn ich mir nur klar wäre, wie Sie es meinen. Ich fürchte, ich habe bereits zu viel gesagt. Empfehlen Sie mich bitte Ihrer Frau. Gehen Sie noch nicht. Ich war eigentlich gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Sie sich ein paar Pferde vom Gestüt aussuchen können.
paar Pferde? Ich bin es Ihnen schuldig. Das arme Tierchen. Man müsste Angst haben vor einem solchen Mann, wenn man nur wüsste, was Angst ist. Kommen Sie dir genau ansehen. Sie gefällt mir nicht. Eine richtige ist das. Die badet in Milch, sag ich dir. In Milch? Man müsste sich schämen, in Milch zu baden. Milchbaden ist wie eine Sünde. Alles, was Sie machen, ist Sünde. Deswegen sind Sie auch oben. Frag die Gläser in die Küche. Sie schießen aufeinander mit dem Revolver und haben selbst dann den Frack an. Oder wenn es die Dame ist, die schießt, dann trägt sie einen Pelz. Oder sie wird erschossen, weil sich herausstellt, dass sie unter dem Pelz nur ein Hemd anhat. Und dicke Perlen hat sie um den Hals, wenn sie stirbt. Vorher fährt sie den ganzen Tag Automobil und nachts trifft sie ihren Liebhaber im dunklen Park. Er flieht sie an. Erst macht sie grausame Augen, aber dann schenkt er ihr alles, was sie nur will. Und dann küssen sie sich in großer Liebe. Was du zusammenredest. Ich lerne, ich bereite mich vor. Die kommt von unten, sag ich dir. Die ist weg von zu Hause, genau wie wir, weil es Hiebe geregnet hat. Meine Mutter hat mich nie geschlagen. Warum bist du da nicht zu Hause? Aber geschlagen hat mich niemand. Wo bist du denn zu Hause? Dir sehe ich es an, dass du Hiebe bekommen hast und willst noch immer nicht von mir lernen. Nein, Dora. Bleib du nur unten im Dreck. Sind Sie fort? Sie stehen beim Auto der Dame. Bring mir die Rosenschere. Ist das die Dame vom Gestüt? Von der erzählt man sich Märchen, wie reich und bös die ist. Daraus wird nichts, Frau Pless. Woraus? Eine Ahnung haben Sie. Vielleicht habe ich längst eine Ahnung. Dann würden Sie nicht so dastehen. Ich würde die Dora nicht vertragen. Man kann sich an vieles gewöhnen, was man am Anfang nicht verträgt. Bis man einmal weiß, man könnte noch lange so weiterleben, aber man hat genug. Und dann wird es einem immer klarer, dass man genug hat. Lene? Ja, Frau Pless? Kannst mir ruhig in die Augen sehen. Das kann ich nicht, Frau Pless. Danke. Und ich wollte schon weg von hier. Weg? Ist ja gerade erst gekommen. Ich bin immer die Erste, die genug hat. Das merkt ihr, man muss... Er steigt endlich ins Auto und zeigt dabei das ganze Bein. Das kenne ich schon alles. Gleich wird sie ihm die Hand durchs Autofenster hinhalten. Ich kenne mich aus. Da, jetzt! Hat bereits den Handschuh an. Vornehm. Sie will nur den Handschuh küssen lassen. Die versteht's. Warum hast du alle Menschen? Wacht nur, bis ich oben bin. Oben? Das merke dir eisern. Wer liebt, zahlt immer drauf. Aber wer sich lieben lässt, der bekommt und bekommt. Eisern, Lene. Er tut, was er kann. Er will auch nicht ewig unten bleiben. Herr Pless ist doch nicht unten. Wie ein Schlag kommt es, verstehst du? Plötzlich sieht er sie oder sie sieht ihn und dann ist sie oder ist er mit einem Schlag oben. Dich brauche ich erst gar nicht zu verstehen. Du hast eine Ahnung. Daraus wird nichts. Ist mit einem berühmten Polo-Champion so gut wie verlobt. Verlobt ist sie? So etwas muss man wissen, Herr Pless, wenn man hinauf will.
Außerdem ist Herr Pless nicht dafür geboren. Wofür geboren? Für die Sünde, sieht man auf 100 Schritten. Es ist Zeit, dass du die Küche fertig machst. Ich lass mich dann in die Stadt fahren. Komm doch nur ein einziges Mal mit mir ins Kino. Da gehe ich nie hinein. Es ist ganz dunkel. Da kann man alle Geheimnisse ablauschen und braucht sich nicht zu schämen. Da lernt man, sag ich dir. Was lernt man? Alles. Wie die Richtigen leben. Bist denn du nie ins richtige Leben hinein? Red nicht so viel. Blödling. Immer nur nähen. Und wann steigst du aufs Dach, die Schindeln reparieren? Aufs Dach könnte ich nicht. Warum nicht? Ich würde herunterfallen. Und? Und mir den Hals brechen. Wer weinte dir eine Träne nach? Sie, Herr Pless. Einem Dreckisch wie dir? Ich liebe dich vielleicht? Ja, Herr Pless. Woher weißt du denn das? Ich wäre am nächsten Morgen davongelaufen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Was gewusst? Dass sie mich lieben. Und dass wir nie mehr auseinanderkommen. Erinnere dich, wie du mir mit Fäusten ins Gesicht schlugst. Es hat dir wenig genützt. Nein. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dich liebe. Haben Sie Frau Pless gesagt, dass ich ein Kind bekomme? Also das höre ich weniger gern. Bei mir schien, als ob sie es schon weiß. Es sieht bei ihr immer so aus, als ob sie alles weiß. Wann wollen Sie es ihr sagen? Vielleicht erwischen wir heute Nacht noch einen Hasen. Frau Pless muss wissen, dass Sie mich gleich am ersten Tag in die Scheune gesperrt haben, weil ich mich nicht küssen lassen wollte. Wozu soll sie das wissen? Weil ich meiner Mutter geschworen habe. Andere Luder bilden sich etwas darauf ein. Komm, halt das mal fest. Wo ist sie denn, diese Mutter? Weiß nicht. Einfach verschwunden ist sie? Wir waren beim Tellerwaschen in einem Hotel. Da wurde sie weggerufen. Weggerufen? Sie drückte mich ganz stark an sich. Sie hat so geweint. Und? Wann kam sie zurück? Nie mehr. Hast du sie nie wiedergesehen? Nie. Wahrscheinlich hat sie ein paar Löffel gestohlen. Damals ließ sie mich schwören. Dann sagte sie, jetzt lauf so rasch du kannst, sonst stecken sie dich in ein Heim. Da bin ich weggelaufen. Wann war denn das? Es ist schon so lang her. Oh, wenn man eine Taglöhnerin zur Mutter hat, die ihr Kind stehen lässt, dann gilt so ein Schwur nicht. Dass ein Mädchen sich von keinem Mann küssen lassen darf, der nicht ihr Mann ist, denn davon kommt das ganze Unglück. Daran habe ich immer ganz festgehalten, denn ich will nicht unglücklich sein wie meine Mutter. Hätte ich auch nur so ein Sprüchlein, mich daran zu halten. Warten Sie aufs Kind. Dann haben Sie alles. Ja. Nächste Woche haben wir gleich zwei Pferde statt des alten Kleppers. Von der, die hier war? Von der Dame, die hier war. Wir brauchen Ihre Pferde nicht. Wir? Mit der wollen wir nichts zu tun haben. Nun aber, marsch in die Küche mit dir. Das weiß ich, dass ich bei Frau Pless im Unrecht bin. Ein Dreckfisch, der nicht lesen und schreiben kann, spricht von Recht und Unrecht. Was hast du überhaupt für ein Recht? Was ich für ein Recht habe? Siehst du. Ich habe ein Recht, Herr Pless. Was denn für eines? Ich verstehe Sie nicht. Also, was für ein Recht glaubst du zu haben? Sag es. Siehst du. Aber ich weiß es. Woher? Das weiß man. Warst du schon mal beim Dreschen dabei? Ja, oft. Wie beim Dreschen die Spreu wegfällt, so bist du. Die zerschlagenen Hülsen holt sich der Wind. Ich habe ein Kind, Herr Pless. Deswegen bist du immer noch Spreu. Von Recht ist da gar keine Rede. So eine wie du muss froh sein, wenn man ihr etwas zu essen vorsetzt. Hallo, steh nicht so blöd da. Was kommt davon, wenn man zu viel Flausen im Kopf hat? Jetzt geh... Und hol die Kartoffelsäcke. Weißt du, wo sie sind? Nein. Auf dem Dachboden.
Geh jetzt. Was das Kind betrifft, das du zu haben glaubst, wir fahren einmal in die Stadt und dann wird man sehen. Aber weh dir, wenn dir von all dem auch nur ein Wörtchen entschlüpft. Auch nur ein Wörtchen! Frau Pless muss es wissen. Ja, das bringe ich schon in Ordnung. Mehr will ich nicht, dass das alles ordentlich ist. Mehr willst du nicht. Darüber denke ich so viel. Kannst du lesen und schreiben? Sie wissen, dass ich es nicht kann. Aber denken kannst du. Denken, ja. Ich will nicht, dass mein Kind Frau Pless wehtut. Dann halt den Mund. Das Kind muss seinen Platz haben. Jetzt geh und denk nicht so viel. Mehr will ich nicht. Das Kind muss seinen Platz haben. Die Vasen. Ich schneide die Rosen jedes Jahr, wenn sie am vollsten sind. Besonders die dunklen, die unter der Ulme wachsen. Sie sind viel voller als die anderen. Weißt du warum? Nein. Weil ihnen der Schatten mehr Ruhe gibt, zu wachsen. Ich hol Wasser. Lauf nicht davon. Du nimmst alles viel zu ernst. Als du vor ein paar Monaten hier auftauchtest, wusste ich gleich, dass du ihm gefallen wirst. Frau Pless! Und als du mir schon am nächsten Morgen nicht mehr in die Augen sehen konntest, da wusste ich auch das Übrige. Wenn man weiß, dass man im Unrecht ist... Mir gegenüber bist du im Unrecht. Du kannst nichts dafür und bist doch im Unrecht. Ja, Frau Pless. So ist das immer, wenn man sich ins Leben hineinmischt. Sie werden bald nicht mehr so allein sein. Allein sein ist immer noch das Beste. Aber ich danke dir, dass du mir endlich in die Augen siehst. Ich würde es sonst nie tun. Aber bei Ihnen schon. Ich teile es mit Ihnen, Frau Pless. Ich frag dich noch nichts. Sie werden es jeden Tag im Arm halten können. Schweig bitte. Wie sonst nur ich. Sei still. Haben Sie mich verstanden? Immer wenn ich draußen arbeite... Du wolltest das Wasser sollen holen. Sie es haben, ich schwör's. Verstehen Sie? Nichts verstehe ich nicht. Nichts? Und mit nichts will ich zu tun haben. Das fehlt mir noch. Frau Pless. Wo bleibt der Krug mit Wasser? Das fehlte mir noch. Warum hast du es mir erzählt? Sie sind so allein. Deshalb hast du mich noch mehr allein gemacht. Noch mehr allein? Ich teile nicht. Ich auch nicht. Was wolltest du also? Jetzt weiß ich es selbst nicht mehr. Man nimmt es natürlich nicht ernst. Oder noch besser, man nimmt es gar nicht. Man nimmt es gar nicht. Bring die Rosen auf mein Zimmer.
Wenn du einmal etwas brauchst, geh zu meinem Bruder in die Stadt. Vielleicht kann dir mein Bruder helfen. Du wirst Hilfe brauchen. Um mich habe ich keine Angst. Ich würde mir über die vornehme Dame von heute Gedanken machen. Seit Jahren habe ich seinen Anstrengungen zugesehen. Jetzt ist er soweit. Zugesehen? Du würdest wahrscheinlich nicht zusehen, sondern dahinter sein. Ja. Und das wäre das Leben gewesen. Ein Dahintersein. Das Leben, auf das man wartet und wartet. Musst sehen, wie du dir heraushilfst, Lene. Wenn Sie zu meinem Kind halten... Niemand wird zu deinem Kind halten. Sieh dich um. Es ist eine sterbende Welt. Sie zieht alles in ihren Untergang hinein. Da denkt jeder nur mehr an sich selbst. Warum hast du es mir gesagt? Weil Sie ein Recht haben. Ein Recht? Was für ein Recht? Sie sind seine Frau. Ich habe alle Rechte der Welt. Alle. Und was hat man davon? Ich verstehe Sie nicht. Was hat man schon davon? Wie Sie darüber lachen können. Sind dir noch Einzelheiten aus dem Gespräch mit meiner Frau eingefallen? Was ich gestern vor dem Untersuchungsrichter ausgesagt habe, Herr Pless. Jedenfalls erinnerst du dich genau, dass meine Schwester, während sie über den Tod sprach, dauernd lachte. Es sind 8 Tage seit dem Gespräch vergangen. Aber ich höre noch ihr Lachen. Wie kann man an Selbstmord denken und lachen? Doch nur, wenn man es nicht ernst meint. Sie lachte, weil sie immer weinen wollte. Sie sagte, dass ich keine Angst vor dem Tode habe, sondern Angst vor der Angst. Wer weiß, wie lange sie diesen Entschluss in sich trug. Als ich ihr früher einmal sagte, warum sind Sie so traurig? Sie haben doch alles, Frau Pless, erwiderte sie, man kann alles haben und hat immer noch nichts. Ich habe sie sofort verstanden. Und seither habe auch ich mir oft gesagt, ich habe ja alles. Du? Aber wenn ich nicht lesen würde und lesen, dann hätte ich nichts. Einen Grund, sich das Leben zu nehmen, hat sie dir nicht genannt. Dazu braucht man keine Gründe. Das ist mir völlig unverständlich. Es zog sie ganz einfach. Es zog sie. Mich zieht es auch immer wieder, auf die Schienen zu schauen. Ich bin mit ihnen den ganzen Tag allein und sie glänzen so. Ja, warum schaust du nicht hin? Weil ich mich dann gehen lassen würde und nichts mehr tun als schauen, wie sie weit weg von hier führen. Deshalb gibt es keine Minute, in der ich nicht irgendetwas tue, nur um nicht zu schauen. Damit wirst du auf mich keinen Eindruck machen. Was kann dir geschehen, wenn du auf die Schienen schaust? Ihre Schwester hat mich sofort verstanden. Sie half mir so gut sie konnte. Sie half dir. Deshalb lieh sie mir auch die Bücher, damit ich ja nicht dazukomme, zu schauen. Wenn ich mir am Abend sagen konnte, heute hast du kein einziges Mal geschaut, schlief ich immer gleich ein. Sie wird mir sehr fehlen, Herr Pless. Wir danken dir jedenfalls für deine Mitteilung. Du jedenfalls, Lorenz, der sie so gut verstand, du hattest den Eindruck, dass sie sich das Leben nehmen wollte, obgleich sie keine Gründe angab. Den unbedingten Eindruck. Weiß man schon, wann sich Frau Pless erschoss? Etwa gegen 1 Uhr morgens. So ungefähr 4 Stunden, bevor ich sie fand, als ich aus dem Wäldchen zurückkam.
Darf ich Sie nach dem Wortlaut Ihres Abschiedsbriefes fragen? In der Zeitung stand, dass Sie einen Brief hinterließen. Der Brief liegt bei den Behörden. Sie haben die Bekanntgabe des Inhalts noch nicht freigegeben. Hilf ihm beim Aufladen. Es zog Sie, Herr Pless. Und sie hat hingeschaut. Ich würde mich an deiner Stelle nicht zu sehr auf ihn verlassen. Wie oft ich auch gehört habe, dass alles hier zugrunde geht, es ist dir gelungen, meine schlimmsten Befürchtungen zu übertreffen. Wenn ich die Hypothek jetzt kündige, was bringt das gut in diesen Zustand? Lass mir etwas Zeit, ich könnte in die Lage kommen, die Hypothek ganz einzulösen. Das würde mich nicht wundern, meine Schwester lerntest du auf der Suche nach einer Hypothek kennen. Kaum war das Geld, mit dem du Erweiterungen vornehmen wolltest, in zweideutiger Gesellschaft verbraucht, machtest du dich auf eine noch viel mehr versprechende Suche. Da dir das Objekt Jahr für Jahr entglitt, wandtest du immer gewaltsamere Mittel an. Diesmal wolltest du alles unter Dach haben, bevor die Dame wieder verreist. Meine Schwester starb sehr pünktlich. Ja, manche drücken ihre Meinung noch offener aus. Zu pünktlich. Daher war auch kaum jemand überrascht, als die Kommission bekannt gab, die Lage des Revolvers sei völlig unverständlich. Er lag auf dem Kopfkissen wie hingelegt. Wenn du mir zutraust, dass ich sie erschoss. Ich traue es dir zu. Dann traue mir auch zu, ich hätte den Revolver so hingelegt, dass er nicht wie hingelegt ausgesehen hätte. Aber es genügt ja der Brief, den sie schrieb. Vielleicht hast du den Brief geschrieben. Überlassen wir das den Sachverständigen. Genug Motive für einen Mord und gar keines für einen Selbstmord. Da sie sich leider nicht scheiden lassen wollte, konnte ja auch jene Dame nicht gefährlich werden. Ich darf sagen, dass ich, wann immer meine Schwester bei mir Rettung suchte, sie nie überredet habe, zu dir zurückzukehren. Doch kaum hatte sie sich ein wenig erholt, war sie es selbst, die sich zur Rückkehr zwang. Aus dieser Trägheit der Treue heraus, mit der ein anständiger Mensch immer weiter darauf wartet, dass ein unanständiger Gefährte sich endlich seiner selbst schämt. Meiner Ansicht nach kehrte sie immer wieder zu mir zurück, weil sie es bei dir genauso wenig ertrug. Ein abwesender Mensch ist nirgends zu Hause. Immer mit, wenn man mit ihr sprach, sah sie eine von woanders an. Nie war sie mit mir, von Anfang an nicht. Ich habe eine kleine Magd, die Dora. Bei der ist es das Kino. Der Film ist für sie die Wirklichkeit. Sie sitzt drin und lernt. Und sie weiß Bescheid wie das verdorbenste Geschöpf. Aber ich zweifle, ob sie je mit einem Mann etwas zu tun gehabt hat. Dieses Leben, das aus den Maschinen kommt, können wir nur vertragen, wenn wir in unserem wirklichen Leben ganz fest verwurzelt sind. Sonst folgen wir Fährten, die uns nur immer weiter wegführen von uns selbst. Das sind gewiss sehr tiefsinnige Gedanken. Aber jeder Grashalm hier ist mehr, denn er ist hier. Und diese schön geplanten Erweiterungen? Als ich sah, dass ihr das gut nichts bedeutete, für wen dann noch erweitern, da sie eine Scheidung ablehnte. Ich habe ihr zugeredet, so sehr ich konnte. Und wohin wäre sie gegangen? Glaub es oder nicht, sie tat mir leid. Aber als ich dann sah, dass man einen abwesenden Menschen nicht helfen kann, wusste ich Bescheid. Es ist immer wieder überraschend, wie sich für ein noch so verwerfliches Verhalten Begründungen finden lassen. Solltest du dir doch glauben, dir damit eine haltbare Verteidigungslinie zu schaffen? Ich versuche mir lediglich klar zu werden, ob nicht seit Jahren alles ihren Tod mitgestorben ist. Das Haus, die Felder, jeder Baum. Ich erwarte deine Bestandsaufnahme. Gewiss gab ich ihr genug Gründe, zu dir zu fliehen. Aber wenn ich jetzt an unsere Auseinandersetzungen zurückdenke, dann erscheinen sie mir eher wie verzweifelte Versuche, gegen dieses Sterben anzukämpfen. Ich kann mich nicht schuldig fühlen. Ist aufgeladen? Ja, Herr Pless. Mit einem beschämenden Versuch meiner Schwester, die Schuld an allem zuzuschieben, wirst du bei niemandem Verständnis finden. Falls wir uns nicht wiedersehen sollten. Ich bin nicht so sicher.
Wir hacken alle Disteln und Brennnesseln heraus. Und wenn ich mir den Rücken krumm hacken müsste. Du störst mich. Zur nächsten Ernte, da sollen Sie sehen. Zur nächsten Ernte bin ich, wer weiß wo. Sie sind hier. Du weißt alles immer so bestimmt. Das weiß ich. Zweifel kennst du nicht. Wir sind dann längst verheiratet. Wir sind was? Wir machen es uns warm. Allen dreien wird es hier gut gehen. Wenn wir heiraten? Und dann stimmt es doch. Was stimmt? Was meine Mutter gesagt hat. Du bist ja nicht von dieser Welt. Jetzt bin ich nicht mehr im Unrecht. Sie ist nicht mehr da. Mehr konnte ich nicht, als ihr sagen, dass sie es auch manchmal im Arm wird halten dürfen. Aber sie wollte nicht teilen. Was denn, sie wollte nicht teilen? Als ob ich gern geteilt hätte. Du hast's erzählt? Da hatte ich nicht ausdrücklich verboten, ihr etwas zu sagen. Und sie hat mir leid getan. Wann hast du es ihr gesagt? An dem Abend. Da sagte ich, sie wird bald nicht mehr so allein sein. Ich hätte auch das Kind gelassen, immer wenn ich draußen arbeite. Wie stellte sie sich dazu? Sie wollte nichts damit zu tun haben. Nichts, sagte sie immer wieder. Du weißt ja nicht, was du angerichtet hast. Ich? Aber es war ja nur mehr ein Anlass nötig. Ich musste sie sogar erinnern, dass sie ein Recht hat. Ach, das also war. Sie lachte darüber. Deshalb konntest du den Mund nicht halten. Es ließ dich nachts nicht schlafen. Dein Recht. Jetzt hat niemand mehr eines. Ja, du am allerwenigsten. Ich schon. Na, sieh dich doch an. Und du erhebst hiermit Anspruch auf soziale Anerkennung? Man kommt nun einmal nicht mit dem Kopf durch die Wand. Sie wissen es selbst, Herr Bliss. Sie können nicht anders. Also ich werde dir sagen, was ich weiß. Wir fahren einmal in die Stadt und besuchen eine gewisse Frau. Ich will nicht woanders in Dienst gehen. Von mir aus kannst du bleiben, solange du willst. Wer das Gut kauft, kauft dich gern mit. Wer das Gut kauft? Also Schluss jetzt! Hol endlich das Essen. Ich muss hier bleiben, Herr Bless, weil auch das Gut verkommt sonst. Lass mich in Ruhe. Dann wird auch das Gut ordentlich, sonst geht es doch zugrund. Was geht dich an dem Dreck an? Das Kind und alles geht sonst zugrund. Eine schöne Braut wäre das. Eine, die nicht einmal weiß, wo ihre Mutter ist. Ja, wie soll ich denn um deine Hand anhalten? Um meine Hand? Ja, wenn alles ordentlich sein soll. So fängt es überhaupt mit der Ordnung an. Das andere kommt später, aber bei dir ist das andere vorhergekommen. Herr Bliss. Hat noch je von einer Braut gehört, die zur Trauung geht, ohne dass ihre Mutter dabei ist? Also halt endlich den Mund. Ich bin selbst eine Mutter. Ja, da haben wir es. Hat man je von einer Braut gehört, die selbst Mutter ist? Schön ordentlich ist das. Die ganze Kirche würde lachen, wenn einer wie du daher kommt. Die Kirche? Eine wie du muss sich still verhalten. So ist es einmal eingerichtet in der Welt. Die Kirche lacht. Ah, nun hol endlich das Essen. Dich wird man wohl noch unterkriegen. Aber wenn du die Flausen los bist, darfst du dir einen Teller nehmen. Ich esse in der Küche. Heute darfst du mit mir essen. Ich will nichts von Ihnen. Na, das schreib dir jedenfalls hinter die Ohren. Ich bin hier mit allem fertig. Schön den Mund gehalten, dann wirst auch du zufrieden sein. Mein Kind muss zufrieden sein. Ach, schon wieder das Kind. Dem ging es am besten, wenn es gar nicht wäre. Ah, da wird es am zufriedensten sein. Aber wie du willst, es ist ja deine Sache und du hast ja deine eigene Ordnung. Wenn es gar nicht wäre? Hm. Und was dir erspart bliebe. Nimm dir einen Teller, komm. Sie wünschen ihm den Tod?
Ich erkläre es dir. Komm und setz dich zu mir. Was hat schon so ein Kind zu erwarten? Denk an dich. Willst du mit ihm herumziehen, von Hof zu Hof, wie deine Mutter mit dir? Eines Tages kannst du nicht weiter und lässt den Bankert stehen, wie deine Mutter dich. Mit Liebe hat das alles nichts zu tun, das kannst du sehen. Gewiss hat sie dich geliebt, aber da konnte sie noch so weinen. Willst du auch so weinen? Ich nicht, Herr Pless. Da hilft nichts. Da nutzen keine Flausen. Ich nicht. Soll er dich? Ich werde dir sagen, wen er heiratet. Die wird er nicht heiraten. Und ich werde dir sagen, warum. Sie fliegt auf ihn. Fliegen kann sie so viel sie will. Er wohnt ja schon mehr auf dem Gestüt als hier. Und überhaupt fährt er nur noch in ihrem Auto herum. Jetzt macht er den nächsten Schritt. Er nimmt zwei junge Damen in ihr Auto. Er zeigt sich mit uns in der Stadt, im Warenhaus und sogar im feinen Restaurant. Und sie lässt er zu Hause. Ich bliebe auch lieber zu Hause. Warum fährst du da mit? Weil er Pless will, dass ich mit ihm in die Stadt fahre. Nur auf einen Augenblick ging eine Richtige durch dieses Zimmer. Und schon geht es wie im Leben zu. Schon wird die Frau erschossen, die ganze Stadt spricht davon und ich fahre im Auto. Wer wird erschossen? Man kann ihm nichts beweisen. Er hat doch nicht Frau Pless erschossen. Jetzt geht es von Sünde zu Sünde, da gibt es kein Halten mehr. Ich springe ihr an den Hals. Soll sie sich nur unterstehen. Du? Ich würge ihr den Hals und lass nicht los. Du, sie, du willst jemanden umbringen? Sie kriegt ihn nicht. Sie soll ihn ruhig kriegen. Die Hauptsache ist, was du dafür kriegst. Ich? Es kann Millionen bringen, sag ich dir. Im Warenhaus, oben in der feinen Abteilung. Das ist ein Fuchskragen. Und? Man macht das schön langsam der Reihe nach. Was? Es war einmal ein armes Mädchen, die hatte rein gar nichts. Dann hatte sie ein Kind zu erwarten von einem großen Generaldirektor. Sollte aber nicht sein. Darauf hatte sie erst eine kleine Wohnung. Dann schrieb sie gefährliche Briefe. Dann hatte sie eine größere Wohnung, dann Pelz und Tennis. Und schließlich hatte sie eine Villa mit einem ganzen See zum Bootfahren. Und das Kind? Das Kind hatte sie eben nicht mehr. Hatte sie nicht mehr? Wie nie gewesen, war plötzlich gar keins da. Er wollte, dass es gar nicht wäre. Verstehst du? Er wollte, dass es tot ist. Das fragst du noch. Alles, was sie musste, war schweigen. Schweigen. Dafür hat sie bekommen und bekommen, damit sie schweigt. So macht man das. Wieso war das Kind nicht mehr da? Das macht eine Frau. In der Stadt? Schweigen und die Millionen kommen der Reihe nach. Wenn mich erst einer entdeckt, der kann sich darauf gefasst machen. Hat sie später um das Kind geweint? Später. Da ging es ihr ganz fürchterlich schlecht, aber das ist nur der Schluss. Am Schluss hat sie geweint. Dafür hatte sie statt der Schande die Millionen. Eine Schande, Dora? Siehst du, dass du von mir lernen kannst. Na gut, habt ihr euch ausstaffiert. Dann fahren wir also. Komm, Lene. Freust dich? Nein, Herr Pless. Warum nicht? Was hast du denn? Na, gehen wir. Hast du denn immer noch nicht verstanden? Lene, was hast du? Willst du es dir nicht anschauen? Was soll sie sich anschauen? Im Warenhaus. Also, Lene! Warum willst du plötzlich nicht? Der Blödling würde uns ohnehin den ganzen Ausflug nur verpatzen, Herr Pless. Halt den Mund. Warum willst du nicht zum Teufel? Wirst du endlich sagen, warum du nicht willst? Dir kann man beibringen, so viel man will. Aus dir wird nie etwas. Ach, du! Und dir wollte ich helfen. Was ist deine Schande? Versalzen werde ich dir. Was eine Schande ist, sollst du sagen? Das ganze Kind werde ich dir versalzen. Welches Kind? Solche wie du! Gibt es
dutzendweise. Die gehen ins Wasser. Au! Der Schande im Bauch. Wer hat eine Schande im Bauch? Also Schluss jetzt. Ich hab Schluss, Alter. Kein Wort mehr. Schluss. Lass uns allein, Dora. Gut, dass sie da bleibt. Wird uns ohnehin alles verpasst. Setz mich inzwischen ins Auto. Zu keinem Menschen redest du davon, sonst lasse ich dich hier. Hast du verstanden? Ich weiß, wie man's macht. Aber sie bleibt ein Blödling ihr Leben lang. Warum hast du es ihr gesagt? Auch dem Lorenz. Gerade vorhin. Dem Lorenz auch? Und zu Mittag habe ich es den Fuhrleuten erzählt. Das ist ja nicht mehr aufzuhalten. Nein, die ganze Welt muss es wissen. Wie eine Ameise zertritt sie dich, diese ganze Welt, wenn du nicht Ruhe gibst. Der Krempel kommt hier weg, damit du es weißt. Vielleicht übernimmt ihn das Gestüt. Was machst du dann? Sie zieht hier ein? Ihre Pferdewäscher ziehen hier ein, nicht sie. Vielleicht übernimmt sie dich in ihren Dienst. Der diene ich nicht. Dann musst du sehen, wo du bleibst. Gehen Sie bitte, Herr Pliss. Ich jedenfalls habe Schluss gemacht. Am Schluss werden Sie weinen. Spinn nur. Gehen Sie bitte. Armes Luder, kommst aus dem Abwaschwasser der Menschheit und glaubst immer noch an sie. Die Dora sagt, du fährst nicht in die Stadt? Sie fährt nicht mit. Es hätte wohl wenig Zweck, dich zu bitten, dass du die Angelegenheit für dich behältst. Ich kann meine Ansicht über ihre Pflicht nicht für mich behalten, Herr Pliss. Ich habe Eile. Das Warenhaus wird sonst geschlossen. Dass er sich überhaupt in die Stadt traut. Es wird jetzt immer offener von einem Mord gesprochen. Der Abschiedsbrief ist in der Zeitung erschienen. Sie sind alle überzeugt, er hat ihn gefälscht. Aber was in diesem Brief steht, ist ganz wie die Seele von Frau Pless. Hast du die Zeitung? Ich kann ihn auswendig. Es hat keinen Sinn, das Leben geht weiter und weiter und fängt nie an. Es hat keinen Sinn? Das ist ganz sie, das hätte niemand fälschen können. Was hat keinen Sinn? Manchmal fragt man sich doch, was das Leben für einen Sinn hat. Jeder Mensch fragt es sich. Du doch auch? Nur für die Tiere und Pflanzen ist Leben etwas Selbstverständliches. Aber der Mensch sucht nach einem Sinn. Sie hat ihn ihr ganzes Leben lang gesucht. Was steht noch in dem Brief? Das ist alles. Es war ja nur ein Zettel. Ein Zettel? Man setzt sich hin, schreibt einfach einen Zettel und dann stirbt man. Was war es für ein Zettel? Stand weiter nicht in der Zeitung. Vor ein paar Tagen fragtest du, ob es mich beim Reden stören würde, wenn ich gleichzeitig die Fensterläden streiche. Ich habe darüber nachgedacht. Ich möchte sie streichen, Lene. Ja. Ja, das wäre schön. Wie können Sie sagen, er hat Frau Pless getötet? Vor allem wollen Sie es sagen. Bei ihm haben Sie ein Motiv für Ihren Selbstmord, keins. Der Schriftsachverständige zögert, die Handschrift als die von Frau Pless anzuerkennen. Bei Indizien ist es so, als stecke der Verdächtige in einer offenen Falle, die jeden Augenblick zuschnappen kann. Eine Falle? Es braucht nur eine Kleinigkeit dazukommen. Ein anderer Brief wird gefunden oder jemand hat etwas gesehen, dann schnappt die Falle zu und er sitzt fest. Und kann nicht mehr spielen. Spielen? Herr Pless spielt immer nur. Er macht es sich leicht. Andere wieder. Aber vielleicht habe ich wirklich kein Recht und bin hier nur so hereingeschneit.
Jeder Mensch hat sein Recht. Aber was für eines? Herr Bless fragt mich immer wieder danach. Ich fühle es, aber ich kann es ihm nicht erklären. Er lacht mich aus. Von wo ich komme, will er wissen. Von einer Mutter kommst du. Und das ist schon ein Recht? Das ist alles, was man braucht. Du spürst es auch? Ich weiß es. Denn so schwer es vorstellbar ist, dass alle Menschen gleich sind, man hat es wissenschaftlich festgestellt. Und ich habe es gefühlt. Die ganze Zeit. Erfuhr, hatte ich tatsächlich Angst vor dir. Angst? Vor mir? Aber es zog mich nur umso unwiderstehlicher zu dir hin. Warum hattest du Angst vor mir? Weil du so sicher bist. Das nenne ich einen Mann, der weiß, was er will und es auch tut. Einen abwesenden Menschen nanntest du sie. Und was war ich? Ein Steckengebliebener. Es ist kaum ein Unterschied zwischen ihren unerfüllbaren Wünschen und meiner Wunschlosigkeit. Jetzt sehe ich erst, wie arm ich war. Es stünde dir nicht. Was? Arm sein. Was ich sagen wollte, ist, dass du mir einen Weg geöffnet hast. Ich also dir. Wir beide einander. Mit dir wird das Leben ein Wagnis sein. Und das ist vielleicht sein schönster Sinn. Hast du noch lange zu tun? Ich möchte nur die Papiere für die Bestandsaufnahme zusammenstellen. Wozu? Sag mir den Kaufpreis, den du dir vorgenommen hast, und ich lasse den Betrag ausschreiben. Es soll also eine Pferdeschwemme werden. Wir können immer eine brauchen. Ich fahre schon voraus, um noch einen Blick auf die Festtafel zu werfen. Die Tassen, Herr Bliss. Das ist sie. Die mit dem Kind? Mhm. Das musst du in Ordnung bringen. Aber wie? Eine Abfindung. An der ist etwas, das sich nicht abfinden lässt. Wenn du willst, spreche ich mit ihr. Ich möchte nicht, dass du irgendetwas damit zu tun hast. Sei rechtzeitig zurück, damit du dich noch nett herrichten kannst. Wie gespannt sie alle auf dich sind. Vor allem die Frauen. Auf den Mann, der nichts ist und nichts hat? Nur, dass er ein Mann ist. Der nichts ist und nichts hat. Wie nanntest du es doch, meine ramponierte Welt? Sei froh, dass du sie los wirst. Die hatte ich immerhin. Und? Das soll niedergerissen werden. Ein Stück von mir ist dabei. Du kannst es nicht mitnehmen, wenn du hinauf willst. Ein paar Erinnerungen, die man einpackt und Schluss. Ich bringe dich an den Wagen. Du sollst sehen, was du bald alles sein und haben willst. Du scheinst Vernunft angenommen zu haben. Sind Sie zum Mittagessen hier? Ich habe noch mindestens 2 Stunden zu tun. Kannst etwas vorbereiten? Wirst du diesmal mit mir essen? Wenn Sie wollen, Herr Bless. Du bist anders geworden. Was eine Trennung von 10 Tagen für Wunder wirken kann. Hast dich noch mehr gesehnt? Hier hat dein Plapperwerk gefehlt. Bist du immer
immer noch so überzeugt, dass ich dich liebe? Ja, Herr Bliss. Du lässt nicht locker. Das ist deine Art zu lieben. Aber die Flausen bist du los, dein Recht und was weiß ich. Wenn sie mich nicht liebten. Ist das dein ganzes Recht? Würde kein anderes wollen. Darüber ließe sich reden. Ich liefe noch jetzt davon. Warum, wenn du Vernunft angenommen hast? Heiraten hast du dir jedenfalls aus dem Kopf geschlagen. Wir kommen nie mehr auseinander. Möglich. Aber das ist ein kleiner Unterschied. Was für ein Unterschied? Lass erst die ganzen Zeremonien, Heirat und was weiß ich vorbei sein. Dann schaffe ich ein sicheres Eckchen für dich und mein Kind. Ihr Kind? Natürlich. Das sagen Sie zum ersten Mal. In die Schule bist du nie gegangen. Dafür hat dir der liebe Gott eine Witterung gegeben. Sogar, dass ich dich liebe, hast du früher gewittert, als ich gewusst. Es stimmt. Auf dich werde ich mich immer verlassen können. Solange ich lebe, Herr Bliss. Sei nicht so feierlich. Solange ich lebe. Es steckt in dir, dass du nur den richtigen Weg gehen kannst. Lass mich ruhig den falschen gehen. Die Kiste ist voll, Herr Bliss. Ich muss endlich die Bestandsaufnahme fertig machen. Mach uns inzwischen was Gutes zu essen. Aufgesucht. Ihrer Behauptung nach wusstest du schon damals, dass sie ein Kind erwartet. Ich weiß es nicht einmal heute sicher. Mädchen reden sich das leicht ein. Oh, eine ärztliche Feststellung. War bei ihr nie durchzusetzen. Aber wenn sie dich wegen des Kindes aufgesucht haben sollte... Würdest du es anerkennen? Ich hatte mir vorgenommen, für das Kind zu sorgen, wenn sie keine Geschichten macht. Aber ich sehe jetzt, dass sie Geschichten machen will. Unter diesen Umständen muss ich mir eine Entscheidung vorbehalten. Damals lebte meine Schwester noch. Warum hast du eigentlich zu verhindern gesucht, dass sie etwas davon erfährt? Natürliche Rücksicht. Du wolltest verhindern, dass meine Schwester sofort zu mir zurückkehrt. Sie hat es so oft getan, es wäre kaum mehr von Bedeutung gewesen. Oh, gerade damals schon. Du hättest es nicht so leicht gehabt, sie zu töten. Ist eine erschöpfende Erklärung. Wenn die Stadt sich im Schlamm von Gerüchten wohlfühlt, in dieses Haus lasse ich den Schlamm nicht herein. Ich werde dich bitten müssen... In diesem Haus verstummen die Gerüchte. Das Fräulein Lene stellt sich als Zeuge zur Verfügung, dass der Abschiedsbrief meiner Schwester von dir stammt. Lene? Ja, sie war vor 3 Tagen bei mir und hat eine entsprechende Aussage in Gegenwart meiner Kanzleiangestellten diktiert. Die Lene? Nach reiflicher Überlegung habe ich mich verpflichtet gefühlt, diese Aussage der Staatsanwaltschaft zu übergeben und Antrag auf sofortige Eröffnung eines Verfahrens zu stellen. Aber sie kann ja nicht einmal lesen. Daraus müsste noch nicht gefolgert werden, dass sie auch nicht sehen kann. Lene! Du hast gesehen, wie ich meine Frau umgebracht habe? Nein. Aber umgebracht habe ich sie? Das weiß ich nicht. Ach, das weißt du nicht? Nein. Kannst du lesen? Nein. Kannst du schreiben? Nein. Aber einen Brief von einem Mann unterscheiden, das kannst du. Ich wüsste nicht, wie. Vorsichtig bist du. Sagen Sie, was Sie von diesem Brief wissen. Es war kein Brief, es war ein Zettel. Und was weißt du von dem Zettel? Damals in der Nacht haben sie einen Zettel in der Hand gehabt, wie sie hier die Treppe hinaufgegangen sind. Ich? War es ein großer Zettel? Nein. Wie groß? Sag 8 Zentimeter.
Was wurde dir sonst aus der Zeitung vorgelesen? Ich frage Sie, Fräulein Lene, wie groß der Zettel war. Er war vom Block hier. Das stand nicht in der Zeitung. Und die Farbe? Gelblich, wie die vom Block. Das stand auch nirgends. Deiner Aussage zufolge hattest du den Zettel in die Tasche gesteckt, als du meine Schwester tot vorfandst. Mit dem Zettel in der Tasche fuhrst du zur Polizei. Den Zettel konnte also vorher niemand gesehen haben. Was hast du an jenem Abend getan, Lene? Die Gardine ausgebessert. Dann? Dann kam Frau Pless mit den Rosen. Und? Wir steckten sie in die Vasen und ich trug sie hinauf. Als du zurückkamst, war Frau Pless noch unten? Ja. Was tat sie? Sie sang vor sich hin. Während sie hier am Schreibtisch saß, nicht wahr? Frau Pless. Singen hörte ich sie, als ich gerade draußen die Falle zusammenlegte. Sie hat auch später gesungen. Als sie hinaufging? Da hat sie nicht gesungen. Aber einen Zettel hielt sie in der Hand. Das müsste ich gesehen haben. Oh, du hast es gesehen, Lene. Daher kennst du auch den Zettel. Sie hast du die Treppe hinaufgehen sehen, nicht mich. Dass du so lügen kannst. Während du mich hier angeblich die Treppe hinaufgehen sahst, war ich gleichzeitig draußen im Wäldchen und stellte die Hasenfalle auf. Dass sie dort war, wurde noch am selben Morgen festgestellt. Es kommt auf die Probe an, wie rasch ein Mensch hin- und zurücklaufen kann, um sich ein Alibi zu schaffen. Wie fiel dir ein, dich an den da zu wenden? Frau Pless hat mir gesagt, wenn ich einmal Hilfe... Komm her! Vor 10 Tagen, da hättest du dir böse Gedanken machen können. Ein kleines Dienstmädchen sitzt verlassen in der Welt, soll schauen, dass es von selbst weiterkommt und hat etwas in sich, das wächst. Es wächst. Ja, das ist ganz natürlich, dass so ein Mädchen an nichts anderes denkt, als sich Hilfe zu verschaffen. Aber jetzt hat sich das brave Mädchen ja mit dem bösen Mann ausgesprochen. Hat das Mädchen immer noch Angst? Mit einem Kind hat man nicht Angst. Noch dazu, wo du jetzt weißt, dass dafür ein schönes, sicheres Eckchen geschaffen werden soll. Würdest du immer noch eine solche Aussage machen? Ja, Herr Pless. Ich soll mal verstehen. Bevor ich ihr anheimstellte, ihre Aussage zu diktieren, habe ich Fräulein Lene auf die Folgen aufmerksam gemacht, sowohl für dich wie auch etwa für sie. Dass sie vor Gericht gestellt, ihre Aussagen unter Eid zu machen hätte und dass unwahre Angaben sie wegen Meineids ins Gefängnis bringen würden. Daran erinnern Sie sich? Ich erinnere mich. Ich will dir nicht verheimlichen, dass ich zunächst selbst Bedenken hatte. Vor allem weiß ich, dass Fräulein erst 4 Wochen nach dem Mord zu einer Aussage entschloss. Na, du nimmst den Mord als gegeben an. Das steht nicht nur für mich außer Zweifel, aber das Fräulein begründete ihre späte Meldung mit der Erwartung, du würdest sie heiraten wollen. Stimmt das? Spielen Sie nicht... Ulf ermordet. An jenem Abend erfuhr sie zum ersten Mal von dem Kind. Das war mir bekannt, aber das schließt für mich erst recht einen Selbstmord aus. Erinnere dich, dass sie nie ein Kind haben wollte. Ihre Angst, körperlich an der Schwangerschaft nicht vor gewachsen. Vor der Einbeziehung ins Leben, die ein Kind erzwingt, davor hatte sie Angst. Öfter sprach sie davon, eines zu adoptieren. Sie sprach. War ich je dagegen? In dem Kind hätte sie geradezu eine Aufgabe gefunden. Wonach hat sie sich sonst das ganze Leben gesehnt, das nach einer Aufgabe? Es braucht nur einer, den Untergang in sich zu tragen, und er kann alle mitreißen, die in seine Nähe kommen. Frage, wen du willst, wie man über meine Schwester denkt. Es gibt niemand, der ihr begegnet wäre und sich nicht bereichert gefühlt hätte. Diese Frauen, die so schön reden und sich so schön sehnen. Man fühlt sich bereichert, wenn man ihnen begegnet, und man stirbt, wenn man mit ihnen lebt. Bei dir ist es umgekehrt, Lene. Dich wieder müsste ich heiraten, wenn ich nicht sterben will. Sie hatte kein Ziel, du wieder hast zu viel von einem Ziel. Alles muss weichen vor dem Kind, jetzt komm wohl ich dran. Ich verstehe Sie nicht. Würdest du mich immer noch heiraten, Lene? Überleg es genau. Einen Mörder? Antworten Sie ihm, Lene. Auf diese Frage scheinst du dich nicht vorbereitet zu haben. Würden Sie ihn heiraten? Ich würde ihn heiraten. Auch wenn er ein Mörder ist. Wie er ist. Was hättest du davon? Ich müsste doch mein Leben im Gefängnis verbringen. Ich besuche sie im Gefängnis. Ah, daran hast du also gedacht.
Aber wenn ich verurteilt werde, kann es lebenslänglich sein, Lene. Vielleicht sogar der Tod. Hast du auch daran gedacht? Ohne Überführung der Tat, lediglich aufgrund von Indizien, wird bei uns nicht auf Todesstrafe erkannt. Lebenslänglich würde dir genügen. Würdest du mich lebenslänglich besuchen, Lene? Lebenslänglich. Bis dein Mann im Gefängnis stirbt? Vielleicht sterbe ich früher. Damit spielt man nicht, Lene. Ich spiele nicht. Du, die so für das Recht ist. Nicht ich spiele. Du hältst das für Recht? Antworten Sie ihm nicht, Lene. Na, die Frage ist, wie sie sich wünschen kann, dass ihr Kind den Namen eines Mörders haben soll. Ich kann nicht anders. Ich habe dir bereits gesagt, was du haben kannst. Ich will nichts von Ihnen. Aber mein Kind braucht sich nicht zu verstecken. Zeigen muss ich es können. Seinen Platz muss es haben. Und das nennst du nichts? Und das nennst du Liebe? Wenn ich sie nicht liebte. Ein Mädchen, das liebt, würde ihren Geliebten niemals verraten, selbst wenn er ein Mörder ist. Alles würde sie tun, um ihn zu retten. Alles. Alles, Herr Bliss. Eine schöne Rettung ist das. Schon hast du mir abgeguckt, wie man Fallen stellt. Das ist die Brutalität der Wirklichkeit. Dann müsste es dir ja gefallen. Es gefällt mir ja auch. Vor allem aber handelt es sich darum, dass ein dir verfallenes Geschöpf selbst jetzt noch ihr Leben an dich ketten will. Sollte sie aber je in ihrer Aussage schwanken, dann werde ich bezeugen, welchem Druck du sie ausgesetzt hast. Herr Pless, Sie stehen unter dem Verdacht des Mordes an Ihrer Frau. Ich spreche Ihre Verhaftung aus. Das ist ein Haftbefehl. Soll ich ihn dir vorlesen? Wollen Sie uns bitte folgen? Du kannst anstellen, was du willst. Ich heirate die andere. Über eine Ameise stolpert man nicht. Sie spielen immer noch. Gar zu versessen bist du darauf, dass ich dich ernst nehme. Das Kind sollen Sie ernst nehmen. Ernst nehmen? Mit einem Kind spielt man. Aber nicht bevor es da ist. Da dachte ich, muss sie nicht heute zu Gericht? Ich bringe sie hin. Sauber angezogen, wie sie ist, darf sie sogar neben mir sitzen. Ich sitze nicht neben Ihnen. Hat sie schon daran gedacht, dass es klug ist, mit mir gut zu stehen? Ich habe keine Angst. Da, wenn sie ein Kind erwartet. Da fällt manches ab für ein braves Kind mit einer braven Mutter. Sie soll Wunder vollbracht haben in den 2 Monaten, seit sie hier allein schaltet und waltet. Sie wird eine gute Stelle bei mir haben können. Ich bleib hier. In ein paar Tagen ist das alles ein Haufen Schutt. Und wenn sie bockt, wird auch sie auf den Schutthaufen geworfen. Hier bringe ich mein Kind zur Welt. Hier gehöre ich her. Und Sie gehören weg. Eine Sprache ist das. Wäre ich an Ihrer Stelle, ich würde den Polo heiraten. Was würde sie? Der Polo ist der Richtige für Sie. Und beeilen Sie sich, sonst nimmt eine andere. Das muss ich schon mir überlassen. Hübsch ist sie. Man sieht fast gar nichts. Welcher Monat ist es denn? Der 5? Das dürfte wohl der 5. sein. Man möchte sich einrichten, Geschenke und so weiter vorbereiten. Ein Dutzend süßer Häubchen, ein halb Dutzend Puppen und Haufen Schokolade. Sie wird staunen, was es alles kriegt. Das machen Sie mit Ihrem Kind, nicht mit meinem. Ich habe zwar kein Kind. Gar nichts haben Sie, gar nichts wissen Sie so. So unnütz wie Sie, dass es das überhaupt gibt. Wegen so einer weiß man nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Du scheinst ihn tatsächlich verloren zu haben. Wegen so einer. Ach,
Kein Wunder. Du musst ja zu Gericht. Du standst wohl schon vor Gericht. Nein. Aber als Zuhörerin warst du öfters da. Noch nie. Du warst noch nie in einem Gerichtssaal, aber gelesen hast du, was sie dort mit einem machen. Wie man sich hinstellen muss und alle starren einen an. Das weiß ich. Aber dass sie alle nur darauf warten, wie man sich verspricht. Ja. Und wie einem die Knie zu zittern anfangen. Die Knie? Und einem das Wort im Mund stecken bleibt und man überhaupt nicht weiter kann. Darauf hast du dich hoffentlich vorbereitet. Der Lorenz war gestern beim Gericht. Ich frag den Lorenz. Was weiß der Lorenz, wie wir Frauen fühlen? Um nichts in der Welt würde ich mich an den Pranger stellen lassen, damit die Leute später mit dem Finger auf dich zeigen. Wenn er es so will. Wer? Ihn muss es kümmern, was mit mir geschieht. Du brauchst dem Richter nur zu sagen, dass du dich geirrt hast damals. Ist alles in einer Minute erledigt. Geirrt? Was redet man nicht alles in der Schwangerschaft? Das ist allgemein bekannt. Du entschuldigst dich höflich und die Sache ist erledigt. Eine kleine Lüge, die sich unendlich bezahlt machen würde. Das nennt man nicht Lüge, sondern Meineid. Nenn es, wie du willst. Du hast ja damals nicht geschworen. Jetzt sag das Gegenteil und schwör. Aber es wird bestraft. Erst soll man es dir beweisen. Wie weiß man es? Was? Dass es ein Meineid ist? Gar nicht. Woher soll man es wissen? Man muss es doch merken, aber woran, das frage ich mich die ganze Zeit. Wozu haben wir die Anwälte? Kümmere dich nicht darum. Vielleicht, dass der Meineid gleich auf dem Gesicht ist. Sobald man ihn sagt, noch viel deutlicher als bei einer Lüge. Wie viele laufen mit Meineiden herum und haben die unschuldigsten Gesichter? Man sagt den Meineid und es geschieht nichts. Nichts? Einer solchen Sünde? Sünden gibt es überhaupt nicht. Herr Pless hat es gesagt, die größte Sünde in der Welt. Und der weiß auch nicht, was ihm gut tut. Und er hat recht, aber ich kann nicht. Endlich verstehen wir uns. Selbst wenn es herauskommt. Nach Jahren vielleicht. Nur, dass es nicht gleich herauskommt, das möchte ich schon. Also jetzt hör zu. Es ist ja nicht für mich. Du kannst dich darauf verlassen. Ich sorge für euch. Sie? Ich sagte es bereits. Es wird sich unendlich bezahlt machen. Tu nur, dass deine und ich... Ich kaufe dir sogar einmal einen netten Vater für dein Kind. Einen Vater kaufen? Tu du nur das Deine. Zum ersten Mal in meinem Leben liebe ich. Es wäre grotesk, dass mein Lebensglück zerstört wird, weil eine kleine Melancholikerin erschossen wurde. Was hat ihr auch das Leben bedeutet? Keinem war sie zu etwas gut. Warum siehst du mich so an? Erschossen wurde? Es geht dir jetzt besser denn je, glaube mir. Wenn er wüsste, was Sie von ihm denken. Er weiß es, aber wir reden nicht darüber. Vor Ihnen müsste er sich hüten, auch wenn ich nicht wäre. Was ist denn plötzlich? Sie müsste erschlagen, bis Sie blau sind, wenn Sie das von ihm denken. Du selbst wolltest sogar als Ich habe sein Kind. Ich kämpfe für das Kind, aber Sie... Du kämpfst? So eine wie Sie kann er gar nicht wollen. Gehen Sie! Du kämpfst? Dann hat er Sie gar nicht umgebracht. Du sagst es nur wegen des Kindes. Was verstehen Sie davon? Die Anwälte werden umso mehr verstehen. Vor denen habe ich keine Angst. Verplappert hast du dich. Und vor ihnen habe ich erst recht keine Angst. Ich höre schon den Wagen, jetzt sperre ich ab. Wie wir gelacht haben über dein Plapperwerk. Hinaus! Gehen Sie sonst! Willst vielleicht auch mit mir kämpfen, wirst wenig Glück haben. Sie kriegen ihn ja doch nicht. Eine schwangere Magd als Kronzeugin. Und wenn ich daran sterbe, Sie kriegen ihn nicht. Mit dir wird man noch fertig. Vor nichts mehr habe ich Angst. Bist du fertig? Er muss Angst haben, nicht ich. Ich habe herumgehört, Lene. Auf der anderen Seite der Stadt ist eine kleine Hühnerfarm. Sie suchen jemand, Sie haben selbst Kinder. Zittern einem die Knie? Die Knie? Beim Gericht haben dir gestern die Knie gezittert? Nein. Aber die Stimme bleibt einem stecken? Im Gegenteil. Ich habe sogar meine Stimme gehört. Aber ich war auch der Einzige, der mir zugehört hat. Niemand wollte an Selbstmordgedanken glauben. Und als ich meine philosophischen Gespräche mit Frau Pless wiedergab, lachte der ganze Saal. Sie lachten dich aus. Hat es dich verwirrt?
Es hat mich verwirrt, wie Sie alle gegen Herrn Pless sind. Aber man darf sich nicht verwirren lassen. Hast du gesagt, was du sagen wolltest? Ich habe die Wahrheit gesagt. Man darf sich nicht verwirren lassen. Soll ja nur lachen. Was geschieht, wenn man sich verspricht? Man sagt, dass man sich versprochen hat. Wenn man aber nicht weiß, dass man sich versprochen hat. Das weiß man. Man sagt etwas Falsches und dann ist es ein Meineid. Wenn man sich versprochen hat, ist es kein Meineid. Wenn es aber ein Meineid ist und es kommt später einmal heraus. Wie spät auch immer es herauskommt, Lene, muss man ins Gefängnis. Was muss man sonst? Sonst? Sag die Wahrheit, Lorenz. Wie meinst du? Muss man nicht auch etwas hergeben, wenn sie ganz streng bestrafen? Ganz streng? Sag ruhig alles, Lorenz. Was soll man hergeben müssen? Vielleicht das Liebste, was man hat. Zum Beispiel ein Kind. Ein Kind? Muss man nicht hergeben? Ein Kind muss niemand hergeben. Das sage ich mir auch. Lene. Jetzt können wir gehen. Lene, ich habe dich gebeten, mit mir nie über deine Aussage zu sprechen. Denn wenn ich dir sagen würde, was ich glaube, ich würde es für Zeugenbeeinflussung halten. Schön, hast du die Läden gestrichen. Gleich, wenn wir zurückkommen, kannst du den Fußboden streichen, aber erst muss ich ihn gründlich scheuern. Und sie will einen Schutthaufen daraus machen. Ich verstehe, was du meinst, aber ich fühle nicht mit dir. Ich muss jetzt mit Herrn Pless fühlen. Mein Gewissen ist jetzt auf seiner Seite. Und wenn wir zugrunde gehen? Sie werden sich deiner annehmen. Wir betteln nicht. Du würdest nicht zu betteln haben. Sie wollen mich kaufen. Wir lassen uns nicht kaufen. Klammere dich nicht an Worte, Lene. Wir sind keine Schande. Wir verstecken uns nicht. Du stürzt dich nur selbst ins Unglück. Ich will nicht unglücklich sein. Genau das habe ich meiner Mutter geschworen. Aber so wirst du es doch... Genau das. Meiner Mutter glaube ich. Ihr. Nur ihr allein. Einlassen wollte. Das kann sie noch so offiziell tun. Interviews und wann die Hochzeit mit dem Polo-Champion stattfinden wird und sein Bild ganz groß in der Zeitung. Futsch ist sie. Sieh dich um. Dass sie einen Lebenslänglichen beinahe geheiratet hätte, das bleibt an ihr kleben für immer. Hat es nicht geheißen, dass sie im letzten Augenblick eine besonders wichtige Aussage über Lene machen würde? Sie wollte wahrscheinlich nicht in den Prozess verwickelt werden. Mit dem Pless wollte sie nicht verwickelt werden. Weil alle so gegen ihn waren. Gerade da wäre es wichtig gewesen. Die kommt nie wieder, sage ich dir. Aber wie der berühmte Anwalt sich ein Bett bringen ließ und sich darauf legte, als wäre Frau Pless. Und wie er mit dem Hahn knackte und dann den Revolver langsam auf das Kopfkissen gleiten ließ. Und wie der berühmte andere Anwalt mit dem Finger auf ihn zeigte und sagte... Hohes Gericht und werte Geschworene, hier sehen Sie, wie sich die Unglückliche das Leben nahm. Da war es fast, als ob Herr Pless siegen würde. Er war von Anfang an verloren. Selbst die Unsicherheit der Schriftsachverständigen wurde ihm nicht zugute gerechnet. Wenn er nur weiter so schlagend geantwortet und sich nicht darum gekümmert hätte, dass ihn alle mit Gift bespritzen. Die Stadt konnte ihren Hass endlich unterbringen.
Aber gerade als der Blödling erschien, da plötzlich wurde er ernst. Gerade da hätte er mehr auftrumpfen sollen, denn red nicht so viel. Er war nicht dafür geboren, Lorenz. Er hat Frau Pless umgebracht. Aber es war keine Sünde, es war nur gemein. Du sollst dich umziehen gehen. Dabei hätte sich dieser Blödling nur vorher mit Herrn Pless zu einigen brauchen. Und dann hätten sie dem Gericht einfach gesagt, es war Frau Pless, die ich auf der Treppe gesehen habe. Sollen sie beweisen, dass es nicht Frau Pless war? Man muss immer die Wahrheit sagen, Dora. Ach, du hast eine Ahnung. Sie wäre jetzt oben auf. Wir sehen alle ganz anders aus. Aber sie wollte nie von mir lernen. Nicht den kleinsten Rat durfte ich ihr geben, wie sie ihre Aussage machen soll. Wild werden und sich mit berühmten Anwälten rumschlagen. Anstatt freundlich aus den Augenwinkeln zu lächeln. Was hat sie jetzt davon? Denk lieber an deine Arbeit. Sie ist ja auch nachher schön hingefallen. Darüber darfst du nicht mit ihr sprechen. Und der Bläs, der aufspringt und zu ihr laufen will? Hörst du kein Wort davon? Alter, das wusste ich, daraus wird nichts. Lachen hätte er sollen, wie sie da vor dem Richter lag. Lachen! Da hätte Herr Pless zeigen können, dass er stark ist. Er hat es gezeigt. Nachher konnte er das mit der Treppe noch so bestreiten. Putsch war er. Ja, alles vergaß. Der Lene plötzlich zu Hilfe kommen wollte. Das hat auf mich einen großen Eindruck gemacht. Ach, hier ist alles futsch. Ich fahre mit dir in die Stadt. Was willst du denn jetzt in der Stadt? Seit sie allein ist, macht sie uns vollkommen kaputt. Arbeiten und arbeiten, wenn ich wegen des Prozesses, ich wäre längst davon. Ich pack mir meinen Kram. Du darfst sie jetzt nicht allein lassen, Dora. Ich denke gern an mich. Hör zu. Du kannst es dir ersparen. An Lene nehme ich mir kein Beispiel. So dächtest du aber am besten an dich. Ich bin ja nicht du. Sie hat mir gezeigt... So wie sie zu sein, da ist nichts dabei. Zum Beispiel kann ich jetzt schon wieder ruhig auf die Schienen schauen. Das konnte ich seit je. Bleib hier, Dora. Schon das Bewusstsein, dass sie dich jetzt braucht. Ich male keine Fensterläden, daraus wird nichts. Das weiß der Blödling, dass ich immer die Erste bin, die genug hat. Und ganz zuerst habe ich genug von dir. Alles kriegst du. Und alles erwartest du. Der Herbst ist da. Es kommt ein harter Wind. Es war einmal ein armes Mädchen, das hatte nur einen Mantel. Und dieses Mädchen stand am Ufer, als ein reicher Erbe sich von der Brücke nebenan ins Wasser stürzte. Da schrie sie. Mehr brauchte sie nicht für den Rest ihres Lebens, denn sie liebte ihn nicht. Dafür bekam sie alles, was sie wollte, der Reihe nach. Bring dich nur unter die Räder. Wie gescheit du bist, Blödling, was dir nicht alles aufgeht. Bring dich nur unter die Räder. Glaubst du, ich weiß es nicht. Kannst du auch hier bleiben, Dora. Und dir zusehen, das fehlte noch. Machst deine Arbeit, wir sprechen kein Wort. Du wirst ja nicht von mir lernen. Nein, Dora. Jetzt hast du aber selbst zugegeben, Dora. Bevor ich etwas zugebe, muss ich erst einmal alles bekommen, der Reihe nach. Dann gebe ich zu, was man nur will. Herr Pless wird noch in der Stadt sein. Er wird die Angelegenheit des Gutes in Ordnung bringen müssen. Das Gestüt nimmt es natürlich nicht mehr. Ich könnte mich erkundigen. Was willst du dich erkundigen? Wie lange er noch bleibt. Man würde dir gewiss erlauben, ihn zu besuchen, bevor er wegkommt. Ich komme ihm nie mehr vor die Augen. Nie mehr. Oder du sagst mir ein paar Zeilen und ich schreibe sie auf. Was soll ich dir sagen? Ihm sollst du etwas sagen. Nur noch, wenn mein Kind zur Welt kommt. Auf alle Fälle wollte ich ansuchen, dass ich ihn sehen kann. Er darf sich jetzt nicht so allein fühlen. Was soll ich ihm von dir sagen? Alles. Du meinst, du wirst wieder gut machen? Wenn mein Kind erst da ist, dann mache ich, was er nur will. Dann gehe ich weit weg. Er hört dann nie mehr von uns. Darüber sprechen wir noch. Es war alles ganz anders, wie du gesagt hast. Die Knie haben mir die ganze Zeit gezittert und ich habe meine Stimme nicht gehört. Dabei hast du manchmal geschrien. Ich habe überhaupt nichts gesehen.
Herrn Pless habe ich gesucht und gesucht und konnte ihn nicht finden. Er saß auf der anderen Seite vom Richter. Ganz am Schluss sah ich ihn erst. Wie er mich da angeschaut hat. Das vergesse ich im Leben nie. Ich bring dir morgen früh Bescheid. Herr Pless. Ich brauche die Papiere nur aus dem Schreibtisch herauszusuchen, meine Herren. Wenn Lorenz mir hilft, dauert es nicht lange. Du hast das sehr schön gesagt, Lorenz, dass es Menschen gibt, in deren Nähe alles welkt. Dabei wollte man mich kaum über Frau Pless sprechen lassen. Aber deine Erklärung für eure endlosen Unterhaltungen hat mich überrascht. Du bist also nicht mehr ihr Bewunderer. Ich sagte es wahrheitsgemäß als Zeuge aus, weil ich mich selbst in dieser Gefahr befunden hatte. Aber der ganze Saal lachte. Es war nicht anders zu erwarten. Eine Frau, die als Märtyrerin gilt, zu beschuldigen, damit hatte man sich von Anfang an erledigt. Aber deine Bestätigung hat mir gut getan. Wenn du mir helfen willst, ordne sie nach den Daten. Es war ein unwürdiger Prozess. Nur ein Mensch, der ganz und gar im Wirklichen steckt. Der schlägt zu wie ein Tier, das nicht weiß, wie tödlich seine Tatze ist. Er weiß es nicht, Herr Pless. Ich will alles tun. Nur sprechen Sie nicht so von mir. Es wehrt sich, aber es kennt seine Kraft nicht. Es weiß auch nichts von einem Sinn. Es lebt. Wer könnte sagen, ob das nicht der einzige Sinn ist? Ich habe mich nicht lange zu fragen brauchen, woher deine Veränderung kam. Ich wollte gerade meine Besucherlaubnis ansuchen, um Ihnen im Auftrag von Lene mitzuteilen, dass sie alles in Ordnung bringen wird, sobald das Kind geboren ist. Auch die Veränderung hier? Ich weiß, woher sie kommt. Die Anwälte haben bereits Berufung angemeldet? Es gibt genug Punkte, um eine Wiederaufnahme zu sichern. Dann wird es ihr schlecht gehen, der Lene. Ja, Herr Pless. Sophie weiß sie also doch. Im Übrigen hat sie bereits einiges in Ordnung gebracht. Lene, sie hat ihre eigene Ordnung. Keine mehr. Was hat sie gesagt? Keine mehr. Mir gegenüber sprach sie davon, nach Verbüßung der Strafe mit ihrem Kind wegzuziehen. Sie sehen uns im Leben nie mehr. Und hier alles in Gang zu bringen, bevor sie geht. Du würdest vermutlich sagen, andererseits gibt es Menschen, in deren Nähe alles wächst. Ich würde es so ausdrücken, Herr Pless. Aber auch sie bringen einen in Gefahr. Ich wollte ja sagen, dass alles Lüge ist. Ich wollte es dem Richter schreien. Aber die Anwälte ließen mich ja nicht. Glaubst du, Lorenz, dass sie sich über die Anwälte beklagen darf? Die hetzten mich nur immer weiter. Himmel und Hölle hatten sie in Bewegung gesetzt, um die Vereidigung dieser Zeugin zu verhindern. Ein Gericht, das es nicht auf meine Verurteilung abgesehen hatte, würde sie auch nicht vereidigt haben. Wie sie gleich anfingen, meine Mutter vor allen Menschen zu verhöhnen. Und von mir sagten sie, ich hätte mich überall herumgewälzt, bevor ich zu ihnen kam. Nachdem die Zeugin einmal den Eid abgelegt hatte... Ich habe mich nirgends herumgewälzt. Aber auf der Treppe hat sie mich gesehen. Es war nur ganz im Anfang der Verhandlung so, wie ich es mir Nacht für Nacht vorgesagt hatte. Wenn sie das dem Gericht mitgeteilt hätte... Dann war alles verwischt, wie ich da stand. Ich sah nicht, von wo die Stimmen kamen. Ich wartete auf die Ihre, Herr Pless. Die ganze Zeit habe ich sie gesucht, denn ich brauchte Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Damit Sie nicht zulassen, dass man mich beschimpft. Sie bringt mich in eine solche Lage, Lorenz. Und ich soll nicht zulassen, dass ihr die Haare gezaust werden. Ich nehme jede Strafe. Aber dass man mich beschimpft,
Was ist das, eine anrüchige Herkunft? Wenn sie nicht einmal weiß, was die Anwälte damit meinten. Aber treten wollten sie mich. Das wollten sie. Sie kamen schlecht dabei weg. Und Sie, Herr Bliss, ließen es zu. Was für eine hohe Vorstellung sie doch von mir hat, Lorenz. Du musst scheuern, Lena. Ich gebe zu, die Taktik meiner Anwälte gefiel mir nicht, aber sie hat dir nur genützt. Du bist gewachsen, Lene. Und wie du dich gar über das Recht des Menschen ausliest, plötzlich hattest du das Wort für das, was so lange in dir war. Es war die beste Antwort auf die anrüchige Herkunft. Wie sie sah, wie durch einen Nebel. Sie lachten nicht mehr, sie spielten nicht mehr. Ein so ernstes Gesicht hatten sie wie noch nie. Da fiel alles zusammen. Du hattest dich gefunden und wurdest ohnmächtig. Damals wolltest du es sagen? Ich wollte es sagen und sterben. Aber du hast es nicht gesagt. Nein, Lene, du hast bis zuletzt gehalten. Auch ich habe bis zuletzt gehalten. Das ist mir in der Untersuchungshaft klar geworden. Von dieser ramponierten Welt hätte ich mich nie gelöst. Sie ist ich. Aber ob wir zu retten waren? Von deiner Unbeirrbarkeit hing alles ab. Von deiner Suche nach dem Recht des Menschen. Sie wollten ja nicht. Man will nicht. Gleichzeitig wünscht man sich nichts anderes. Man fühlt sich immer stärker angezogen. Gleichzeitig entfernt man sich immer mehr. Und man wartet gespannt, was daraus wird. Man den Glauben nicht hat. Du hattest ihn immer. Wie ein Jagdhund sich nie von seiner Fährte abbringen lässt, so hat wohl auch der Mensch, lange bevor er etwas verstand, seine Fährte ins Freie gewittert. Unschuldig und verschlagen zugleich. Du bist jetzt ins Freie gekommen, Lene. Wenn du auch zunächst ins Gefängnis kommst. Bist du fertig, Lorenz? Ich will bestraft werden. Oh, du wirst bestraft. Aber hätten Sie es nicht so gewollt? Auch ich werde bestraft. Was hätte ich sonst tun können? Es war das Nächstliegende. Hier, Herr Bliss. Jetzt, wo du dir bewusst geworden bist, wohin es führt, würdest du es trotzdem getan haben? Duck dich nur wie ein Hund, der ein schlechtes Gewissen hat. Und wedle mit den Augen so viel du willst. Du würdest es trotzdem getan haben. Ich habe vom Gericht den Auftrag, meinem Schwager das Material zu einer Bestandsaufnahme auszufolgen. Wenn er sieht, wie der Ertrag hier steigt, wird er sich schon bewegen lassen, die Kündigung der Hypothek zurückzuziehen. Die Verhandlung hat ihn nicht überzeugt. Er soll sogar offen gesagt haben, dass er nicht mehr an einen Mord glaubt. Meine Anwälte werden dich, sobald du geboren hast, wegen einer neuen Erklärung rufen. Ja. Dann komme ich heraus und du kommst hinein. Ich komme hinein. Das Kind wird sich in der Zwischenzeit mit seinem Vater begnügen müssen. Ja. Bis auch du einmal herauskommst. Dann werden wir hier vielleicht viel allein sein. Aber nicht einsam. Ich schreibe dir, wenn Besuchstag ist, dann bringst du sie mir. Danke Ihnen, meine Herren. Wir denken uns eine schöne Farbe für den Fußboden aus, Lene.